Meine Arbeitsweise steht für lösungs- und ursachenorientierte Kurzzeittherapie. Endlossitzungen führen zu Frust und Enttäuschung, die das Leid unnötig hinauszögern und eine schnelle Verbesserung verhindert. Ihr negatives Symptom wird nach der Findung der Ursache auf Emotionsebene eliminiert. Sie kommen mit einem negativen Symptom oder Problem zu mir. In der Hypnosetherapie gehe ich der Ursache auf den Grund. Dazu suche ich bei meinen Klienten nach dem negativen Gefühl zu dem dazugehörigen Symptom. Das aktuelle Gefühl wird in Hypnose so verstärkt, dass so weit zurückgegangen wird, bis das erste Mal dieses negative Gefühl verspürt wurde. Genau dann wurde der initiale Auslöser, die Ursache, gefunden. Der initiale Auslöser wird dann neutralisiert. Sobald dieser neutralisiert wurde, wird der Weg zurück ins Hier und Jetzt angetreten. Um eventuelle auffällige Auslöser zu finden und diese zu neutralisieren. Diese Schritte werden so lange gemacht, bis der Klient kein negatives Gefühl mehr verspürt. Dies ist die Ursachenbeseitigung, welche zum Problemsymptom geführt hat. Das negative Gefühl und somit das Symptom wurden eliminiert. Vergebung spielt bei der Neutralisierung eine wichtige Rolle. Die Bereitschaft von Ihnen, die Vergebung an all diejenigen, die an der Ursache beteiligt waren, als das Fass zum Überlaufen kam, ist wichtig für Sie und Teil meiner Hypnosetherapie, wenn nötig. Wichtig deshalb, um in Ihrem Leben Frieden zu finden und so wieder positiv durch Ihr weiteres Leben gehen zu können. Zusammenfassung meiner nachhaltigen Arbeit als Hypnosetherapeutin. 1. Vorgespräch, Anamnese. 2. Fragen und Zieldefinition seitens des Klienten. 3. Einleitung in die Hypnose. 4. Beginn der eigentlichen ursachenorientierten Hypnosetherapie. 5. Neutralisierung der Ereignisse, die zum Problem geführt haben, bis alle Ursachen beseitigt wurden. Eventuell Folgesitzung, je nach Thema nötig. 6. Auflösen der Hypnose. 7. Feedback nach Gespräch.